Der sieht wundervoll aus. Diese Wimpern sind nicht so, wie ich sie möchte. Und was ich gelernt habe, ich bin jetzt zufrieden, beziehungsweise ich bin nie zufrieden, deswegen passt, fest. So, jetzt kommt mit der wichtigste Schritt. Meine Wimpern sehen traumhaft aus. Gewimpernwelt. Hallo ihr Süßen, heute mache ich ein Video zum Thema Wimpernwelle. Ich habe vor 11 Monaten, um genau zu sein, schon mal ein Video zu dem Thema gemacht. Habe in dieser Zeit viel Erfahrung gesammelt, weil ich mir immer wieder Wimpernwellen selber gemacht habe. Und diese Erfahrung möchte ich mit euch teilen. Abgesehen von den Hacks, die ich gelernt habe, werde ich euch das Prozedere auch Schritt für Schritt erklären. Bevor es losgeht, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. So gedeihe ich und blühe auf YouTube. Und jetzt geht's los. Wenn ihr euch das Starter-Set gekauft habt, kommt das erstmal mit allen möglichen Werkzeugen, die ihr braucht, um ein Wimpernlifting zu machen. Wenn ihr wie ich die Werkzeuge behaltet, braucht ihr dann nur noch die Lotions später, was wesentlich günstiger ist. Was mir immer wieder auffällt, es kommt in dieser Verpackung und darin befindet sich dann das hier. Das ist alles, was in dieser Verpackung, in dieser Verpackung ist. Ihr könnt euch direkt schon mal diese Verpackungen aufteilen, weil ihr eure Wimpern in 2 Phasen in Form bringen werdet. Erster wichtiger Schritt, befreit euer Augenlid von Make-up-Resten und Fetten. Ich mache das mit einem ölfreien Toner. Jetzt tupfe ich das Ganze noch trocken, weil auch Feuchtigkeit den Kleber daran hindern kann, gut zu kleben. In dem Anfängerin-Kit, sind 3 Silikon-Pads drin. Also nicht 3, sondern 3 verschiedene Größen. S, M und L. S macht einen besonders starken Schwung, M einen etwas leichteren und L einen ganz, ganz soften Schwung. Das heißt, ich finde, das macht nicht so richtig Sinn, dass S den größten Schwung macht und L den kleinsten. Und man kann sich das Pad auch für seine Augengröße zurechtschneiden. Also rechts und links etwas abschneiden. Genau. Logisch, oder? Dieses Silikonpad ist gebogen im Grunde wie euer Augenlid. Und auf den inneren Teil wollt ihr den Kleber auftragen. Also nicht draußen. Da kommt später auch noch Kleber drauf, wenn wir die Wimpern auf das Silikonpad aufkleben. Wichtig ist, ihr müsst es hier nicht mit dem Wimpernkleber übertreiben. Umso mehr Kleber ihr auftragt, umso länger muss das Ganze trocknen, umso größer die Chance, dass sich das irgendwie wieder ablöst. So. Lasst uns so ein bisschen anziehen. Also behandelt diesen Kleber im Grunde genauso, wie ihr euren Wimpernkleber behandeln würdet. Falls ihr Wimpern aufkleben solltet, natürlich, vorausgesetzt. Der sieht wundervoll aus. Essentiell dabei ist es, so nah wie möglich an den Wimpernkranz ranzukommen. Das sieht schwieriger aus, als es ist. Was ich auch gemerkt habe, ich gehe mit dem Pad gar nicht so stark in den inneren Augenwinkel, weil da habe ich eh kaum Wimpern. Falls ihr da buschig seid wie keine andere, dann natürlich geht da auch hin. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben da kaum Wimpern und deswegen gehe ich ein bisschen mehr nach außen, weil, das zeige ich euch später, weil ich Wimpern so ein bisschen rausziehen möchte für einen Cat-Eye-Look. Man formt sie nämlich nicht nur nach oben, sondern im Idealfall trennt man sie auch richtig schön und kann sie auch so in alle möglichen Richtungen formen. Also ich weiß, ich sehe grandios aus. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Kleber sticky genug ist, geht einfach so mit auf den Nagel und dann spürt ihr schon, ob der schon so angezogen ist und nicht nur einfach flüssig. Genau. Eine Sache, die ich in diesem Jahr voller Wimpernwellen gelernt habe, ist, dass ein Silikonpad ein bisschen aus der Reihe tanzt. Diesmal ist es die rechte Seite und hier löst es sich so ein bisschen. Jetzt könnte man das ganze Pad abnehmen, reinigen, nochmal neu, Kleber auftragen. Man kann aber auch den Kleber einfach so nehmen. Bitte, 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 bitte seid vorsichtig hier. Und ich gehe einfach hier rein. Lass das Ganze nochmal 30 Sekunden lang oder 60 Sekunden lang ein bisschen antrocknen. Ich merke auch hier, hat sich ein bisschen gelöst. Ich sag euch, ich mache das jetzt ein Jahr lang. Ihr gewöhnt euch an alle Sachen. Ihr seid in Troubleshooting-Mode irgendwann. Also dann wisst ihr ganz genau, okay, löst sich da, mache ich das. Interessant ist auch, ich habe Schlupflider und trotzdem konnte ich die ohne irgendwelche Probleme auftragen. Und jetzt kleben wir die Wimpern auf die Pads drauf. Hier ist es ganz wichtig, es sollte klar sein, macht auf ein Silikonpad Kleber, fixiert die Wimpern und macht dann das andere Auge. Nicht auf beiden Seiten brav Kleber auftragen und dann hintereinander die Wimpern drauf kleben. Den Kleber auf das Pad geben und hier die 2 Tools, die mitgeliefert werden, um die Wimpern auf dem Silikonpad anzubringen. Meine Wimpern sind jetzt noch kreuz und quer. Aufgabe jetzt ist es, sie zu kämmen. Deswegen benutze ich dieses Kämmchen und gleichzeitig auf das Pad aufzubringen. So, ihr seht jetzt hier, diese Wimpern sind nicht so, wie ich sie möchte. Und was ich gelernt habe, falls die dann sich nicht mehr gut lösen lassen, nehme ich den Kleber und gehe nochmal auf diesen Teil. Dann lösen sich diese Wimpern wieder, weil es dadurch wieder feucht wird. Und dann versuche ich gleich, diese Wimpern, die aus der Reihe tanzen, natürlich richtig zu biegen.
Und was ich auch gelernt habe, ab und zu müsst ihr einfach, wenn der Wimpernkleber schon, oh Hilfe, der zieht schon Fäden, wenn er schon getrocknet ist, müsst ihr einfach nochmal Kleber auftragen und nochmal warten. Ein Tipp, den ich euch geben kann, die äußersten Wimpern kämme ich immer ein bisschen nach außen, weil das einfach so ein Cat-Eye-Effekt macht und so ein kleines Lifting. Und das sind wundervolle Bilder. Und wenn ihr irgendwann eure obere Wasserlinie seht, das ist völlig normal. Ich weiß, es ist mega creepy, aber naja. Ich bin jetzt zufrieden, beziehungsweise ich bin nie zufrieden, deswegen ich lasse das jetzt einfach so, weil ich weiß, mein Perfektionismus hält mich auf. Und es ist eine Sache, wo man nicht ewig dran rumspielen sollte. Aber was wichtig ist, wirklich, die Wimpern müssen nebeneinander sein. Und ich ziehe sie halt am äußeren Winkel noch ein bisschen nach außen für so ein kleines Cat Eye. So einen kleinen Lifting-Effekt, genau. Was ich auch gemerkt habe, dieses Y-Tool benutze ich wenig, sondern eher diesen Kamm hier und mit dem kann ich super arbeiten. Aber ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr das mehrmals machen solltet, irgendwann herausfinden, was euch eher liegt. Was ich dann mache am Ende, ich gehe nochmal über alles drüber. Also das darf jetzt nicht mehr sticky sein. Noch ein Tipp, den ich eben vergessen habe zu erwähnen, was auch auf jeden Fall hilft, vorher die Wimpern gut durchzubürsten. Das habe ich eben auch nicht gemacht, deswegen hatte ich auch so ein paar Probleme. Und dann liegen sie auch schon richtiger. Also ich kämme die erstmal so durch und dann drücke ich sie an das Pad. So, die Süßen, meiner Meinung nach haben wir das Schlimmste jetzt hinter uns und jetzt kommt die erste Lotion auf die Wimpern. Eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist, hier gibt es so eine Kerbe drin, wo man das aufreißen kann. Ich würde euch das nicht empfehlen, sondern ich schneide mir hier so eine Ecke rein und das packe ich mir auf so eine glatte Oberfläche. Dann nehme ich den mitgelieferten Applikator und gebe mir da so ein bisschen drauf. Und jetzt ist die Stelle, an der ich es auftrage, sehr wichtig. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Also ich trage es nicht in die Spitzen auf. Dafür aber so nah wie möglich an die Wasserlinie, an die obere. Wirklich wichtig ist, und ich kann das nicht genug betonen, geht auf gar keinen Fall auf die Spitzen. Sonst habt ihr super merkwürdige Wimpern. Ich blende euch dazu mal was ein, weil das irgendwie super schwer ist zu erklären. So ungefähr darf es aussehen. Wundervoll. Und gibt ordentlich drauf. Nur an den Ansatz. Ich muss mich selbst immer wieder selber daran erinnern, weil ich natürlich immer denke, viel hilft viel. Aber das ist Quatsch. Ich nehme das dann meistens so ab und drehe das dann so auf die Wimper. Also so zack, zack. Ich mache es mal langsamer. Zack, zack. Und so schaffe ich, dass sich dieses Produkt ganz wunderbar vom Applikator löst. Das Gute ist auch, das hat alles eine sehr cremige Textur, wodurch es nicht so leicht in die Augen kommt. Also das Ganze muss jetzt 10 Minuten einwirken. Es ist wichtig, dass ihr euch vorher schon mal einen Timer zurechtlegt, weil es ist total wichtig, dass ihr das Zeug nicht so lange drauf lässt. Ihr müsst jetzt diese Lotion vorsichtig von euren Wimpern entfernen. Das passiert nicht mit Flüssigkeit, nicht mit Wasser. Das macht ihr mit komplett trockenen Wattestäbchen. Mit Wattestäbchen lässt sich das ganze Zeug am besten abnehmen. Geht hoch und zieht es ab. So, seht ihr das? Und hofft und wünscht und betet, dass die Wimpern schön auf dem Pad kleben bleiben. Einmal gemacht, ich drehe die Seite und gehe nochmal drüber. Es muss wirklich alles runter sein, weil die beiden Lotionen dürfen sich nicht mischen. Der Q-Tip weg und dann nochmal, bis alles runter ist. Es darf wirklich nicht viel drauf sein. Ich mache es auch wieder mit so drehenden Bewegungen. Guck, da sind meine Wimpern, sie kleben alle noch auf dem Pad. Alles richtig gemacht, ich bin happy. 90% dieses Videos sehe ich ja so aus, so ein bisschen bescheuert. Jetzt kommt Lotion 2. Wichtig ist auch, in eurem Starter-Kit bekommt ihr 2 dieser Applikatoren. Markiert euch die irgendwie so, dass ihr nicht den Applikator für die Lotion 1 für die Lotion 2 benutzt. Also diese beiden Lotionen dürfen sich so wenig mischen wie möglich. Ich habe mir ein bisschen sehr viel drauf gegeben gerade. Und das gebt ihr einfach genau an dieselbe Stelle, wo ihr auch große dramatische Pause, ihr Lotion 1 aufgetragen habt. Nicht perfekt, aber gut genug, weil wer zu viel Perfektionismus hier in den Tag legt, braucht zu viel Zeit. Und Zeit ist hier crucial. Wenn was ins Auge kommt, brecht ab. Aber versucht Ruhe zu bewahren. Ich habe euch ja eben gezeigt, wie man es abnimmt. Das würde ich auch erstmal im Groben so machen. Also nehmt einen Q-Tip, habt ihr immer bereit
und nimmt das Zeug ab, wenn es ins Auge kommt. Geht dann erst ins Badezimmer und wascht das restliche Zeug raus. Wenn ihr einfach nur Wasser drauf macht, dann verdünnt ihr die Lotion, was gut ist generell, aber ihr habt sie auch überall. Umso weniger Lotion auf eurem Wimpern noch drauf ist, umso weniger verschmäht ihr es einfach überall. Ich rutsche immer so ein bisschen raus aus dem Bild irgendwie. Und auch hier nehmt die Lotion ab. Vorsichtig, behutsam. Ach ja. Natürlich immer nur nach oben streichen, nie nach unten, aber ich glaube, das erklärt sich von selber. Ich sage es trotzdem nochmal, weil ich habe so viele bescheuerte Fehler gemacht, als ich mir das selbst so ein bisschen beigebracht habe, weil es ist ja immer so ein bisschen, klar gibt es das offizielle Anwendungsvideo, aber man macht ja doch Sachen auch einfach ein bisschen anders bei sich selbst, weil das Model hat ein anderes Auge, auf mich kommen andere Probleme zu. Wir haben alles runtergenommen. So, jetzt kommt mit der wichtigste Schritt. I learned it the hard way. Ich habe mir schon original Wimpern ausgerissen, weil ich dann nach diesem ganzen Prozedere nicht mehr geduldig war, um das dann wirklich in Ruhe, also meine Wimpern in Ruhe von diesem Silikonpad zu lösen. Nehmt euch wieder ein Q-Tip, eine sehr, sehr fettige Creme. Denn Fett, wie wir wissen, ist der Gegner von allen so Hautklebern, die man sich so ins Gesicht schmieren kann. Tragt das einfach auf das Pad auf. Und ich mache das dann auch so, dass ich das vielleicht so ein bisschen in drehenden Bewegungen über das Pad gehe. Dann lösen sich auch schon die ersten. Ich trage diese Creme richtig schön fett auf. Und jetzt massiere ich das ein bisschen ein. Nehmt euch für diesen Teil wirklich wieder Zeit. Das Gute ist ja auch, mit so einer Fettcreme pflegt ihr auch schon mal so ein bisschen eure Wimpern wieder. Dann geht vorsichtig unter das Silikonpad. Die Creme und die Kleberrückstände, ich weiß, ich sehe total toll aus, muss ich auch noch runterbekommen. Das mache ich in zwei Phasen. Erst nutze ich so ein Reinigungsöl. Das gebe ich mir wirklich einfach wieder in die Hände und gehe über die Augenpartie. Also wenn ihr so viele Klebereste habt wie ich heute, dann habt ihr zu viel Kleber aufgetragen. Erste Phase überlebt, jetzt kommt die zweite und gehe nochmal über die Augen. Das ist Amicellenwasser, was ein bisschen für empfindlichere Typen ist. Warum ich das jetzt hier so ausführlich erkläre, ist, das sieht man in den meisten Anwendungsvideos nicht, wie aufwendig es ist, das Zeug wieder runterzubekommen. Alles ist runter. Meine Wimpern sehen traumhaft aus. Mit solchen Wimpern kann man im Grunde aber auch jede Mascara verwenden, aber ich liebe einfach die Call Me Queen Mascara. Guckt euch das an. Hammer, oder? Noch ein Tipp für die Übergangszeit. Natürlich werden eure Wimpern ausfallen, neu werden nachwachsen. Natürlich sind die nicht Gewimpernwelt. Gewimpernwelt, genau, neues Wort. Für die Übergangszeit benutze ich so einen erhitzbaren Wimpernformer. Wenn ihr merkt, dass gerade und geschwungene Wimpern sich mixen, könnt ihr diesen Wimpernformer, der mit Hitze arbeitet, benutzen, weil der schafft auf jeden Fall die perfekten Übergang. Weil damit könnt ihr euch behelfen, sodass ihr nicht sofort wieder eine Wimpernwelle machen müsst, weil das ist wirklich tödlich für die Wimpern. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Thumbs up. Hier geht es gleich weiter mit Videos zum Thema Augenbrauen und zum Thema Wimpern. Jetzt sage ich einfach bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss!